Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Monster Hunter World. Oh. Interessant. So. Da bist du ja, Fünfer. Aha. Wer ist denn da mit Materialien zurück? Komm nur her und willkommen in der Schmiede. Du wirst meine Dienste häufig in Anspruch nehmen. Es ist eigentlich ganz einfach, was ich mache. Wann immer du im Feld Materialien sammelst, nutze ich die, um sie zu Waffen und Rüstungen zu verarbeiten. Komm einfach vorbei, wenn du etwas Neues oder Interessantes findest. Hier, ich gebe dir diese Materialien als Willkommensgeschenk. Warum haben wir dann welches gesammelt? Egal. Du kannst sie zur Verbesserung deiner Ausrüstung einsetzen. Also, was haben wir dieses Mal zusammen? Tutorial. Space Video abspielen, okay. Okay, du kannst Monstermaterialien und Erzen nutzen, um in der Schmiedeausrüstung zu schmieden und zu verbessern. Gib die Materialien, die du als Questbelohnung oder durch das Zerlegen von Monster erhältst, an die Schmiede, um neue Ausrüstung herzustellen, mit der du dich noch stärkeren Monster stellen kannst. Ja. Also, Ausrüstung verbessern. Das können wir noch nicht. Also, das mal verbessern. Okay, das einmal. Will ich etwas zur nächsten Stufe? Ein Punkt. Mal sehen. Keine Slots. Kann man hier nicht vergleichen, was sich ändern würde. Meistersammler. Von mir aus. Rüstungsteile verbessern. Jedes Rüstungsteil besitzt eine Stufe. Durch die Verwendung von Rüstkugeln kannst du Punkte erhalten, um die Rüstungsstufe zu steigern. Das Aussehen der Rüstung ändert sich dadurch zwar nicht, aber ihre Verteidigung wird verbessert. Die Stufe eines Rüstungsteils kann nur begrenzt oft gesteigert werden. Die erhaltene Punkteanzahl hängt von der verwendeten Rüstkugel ab. Okay. Ist das, was gebraucht wird? Und was wir haben? Oder was? Punkte. Stufe 6. Das ist maximal. Wenn wir 2 verwenden. Verbesserung übrig. Okay, hier sieht man's. Wenn ich das mache, ist mehr Verteidigung. Gegen Wasser. Meistersammler Stufe 1. Rüstkugel Plus. Die da will ich nicht verwenden. Das wäre, wenn man hier sieht, wie viele Punkte aufsteigen. Die Gesamtkosten, okay, das geht. Wir haben ja genug. Zaster Zenis heißen die hier, oder? Ja. Zur nächsten Stufe. Ich würde sagen, ja. Bitte möchtest du fortfahren? Ja. Katsching! Gut. Hätte ich etwas anderes verbessern sollen? Ja. Nein. Oder warte. 600. Nee. Und hier? Waffen verbessern. Wähle zuerst eine Waffe aus, die du verbessern möchtest. Du kannst verschiedene Waffen mit Materialien verbessern, um diversen Wertverbesserungen zu erreichen. Wenn du mehr Ausgangswaffen zur Verbesserung haben möchtest, wähle in der Schmiede Ausrüstung Schmieden aus oder kauf welche im Ausrüstungsladen. Verbesserte Waffen können auch wieder herabgestuft werden, damit erhältst du die zur Verbesserung eingesetzten Materialien zurück. Die Wunschliste. Wähle mit dem Cursor eine Waffe aus und drücke Space, um sie deiner Wunschliste hinzuzufügen. Hast du alle erforderlichen Materialien für die Herstellung eines Wunschlistenobjektes beisammen, erstellst du eine
erhältst du eine Benachrichtigung. Waffen und Rüstung kannst du deine Wunschliste über den Bildschirm Ausrüstung schmieden hinzufügen. Gut, im Moment haben wir... Baum? Was ist das? Knochen. Baum. Erzbaum, okay. Also ich könnte... das herstellen. Davon gibt noch nichts. Baum. Zoom. Ah, so ist es gedacht. Der Schaden würde verstärkt. Moment. Sehe ich das richtig? Das ist der Bereich, wo es wenig Schaden macht. Nicht so guten Schaden, normalen Schaden und sehr guten Schaden. Und hier bei dem hier haben wir keinen sehr guten Schaden. Oh, Fähigkeiten? Vergleichen meine ich. Und hier kann man es noch nicht sehen. Der Schaden würde nicht nur verbessert, sondern auch die Fähigkeit. Ja. In diesem Bereich wäre es nicht so schlimm. Okay, Moment. Man lernt ja nie aus. Okay, diese zwei Punkte hier gibt es nicht. Gut, und beim Knochen ist der Schaden schon von Anfang höher. Monsterknochen, das braucht nur Eisenerz. Ich glaube, das... Ich mache hier weiter. Und vergleichen wir... Verstecken hier. Fähigkeitsinfo. Meistersammler. Beschleunigt das Sammeln und verhindert Angriffe, wenn du dazu zurückgestoßen wirst. Wenn du dabei zurückgestoßen wirst. Mhm. Okay, wir haben nur diese Fähigkeit. So, Liste. Das wäre dann so. Okay. Das wäre der Baum. Irgendwann kommen wir hier hin. Und Eisenerz. Knochen. Ein Moment, Shift Vorschau. Egal. Wir nehmen das hier. Ja, ja. Wir haben ja 5. Schon mal geil. Oh, was haben wir hier? Machaliterz. Und der Rest haben wir noch nicht. Du kannst auch noch nicht schauen. Gut. Zurück. Was haben wir sonst noch? Welche Waffe hat mir auch gefallen? Die Proto-Eisen-Axt. 3. Schaden würde gesteigert. Die Knochensachen sind stärker. Aber... Was kann nicht verbessert werden? Warum nicht? Weil wir sie nicht dabei haben, oder wie? Ach so, ja. Ah, weil wir das hier nicht haben. Deshalb. Okay. Die Lanze hat mir auch gefallen. Ich glaube, Schild. Jägermesser. Egal. So. Ausrüstung schmieden. Standardausrüstung. Knochenset. Legionsset. Was bringt das? Fern? Na. Wir könnten die Knochenset. Das würde alles stumpf. Angriff, Schaden, stumpf. Abtrennend.
Würde ein bisschen verbessern, oder? Ja. Verteidigung so wäre auch höher. Ja, ja. So. Können wir das nicht machen? Punkte. Du hast doch genug Punkte. Tier. Also, das wäre... Man kann auch nur das Schwert nehmen. Legionsschwert. Ich glaube, ich mache das Legionsset. Auch wenn das hier die ultimative Punkte geben würde. Aber das sieht geiler aus. Wie die Punkte. Woher kriegen wir die Punkte? Bogengewehr umbauen? Tutorial. Bogengewehre umbauen. Bogengewehren lassen sich durch Umbauen verbessern. Wie viele Umbauten umgesetzt werden können, hängt von der Seltenheit des Bogengewehrs ab. Mehrere Umbauten mit demselben Effekt sind kumulativ und verstärken den Effekt noch mehr. Seltenheit 1 bis 2, ein Umbau. Seltenheit 3 bis 4, zwei Umbauten. Seltenheit 5, drei Umbauten. Scroll mit durch das Fenster rechts in der Mitte und sieht ihr die Änderungen an, die die hinzugefügte Modifikation hervorruft. Mein Gott. Ah, das sind die hier. Ich sehe nichts davon, aber egal. Das Insekten, Ausrüstung ändern, Ausrüstung verbessern, Ausrüstung schmieden. Das Schmieden von Ausrüstung, um neue Waffen und Rüstungen herzustellen, wähle Ausrüstung schmieden aus. Die meisten Waffen können allerdings nicht über Ausrüstung schmieden hergestellt werden. Stattdessen musst du zuerst eine Ausgangswaffe herstellen und sie dann über Ausrüstung verbessern. Rüstungen lassen sich alle über Ausrüstung schmieden herstellen. Gut. Ausrüstungsfähigkeiten sind praktische Fähigkeiten, die so lange aktiviert bleiben, wie du das Ausrüstungsstück ausgerüstet hast. Jedes Rüstungsteil besitzt seine eigene Fähigkeit. Achte beim Schmieden und Verbessern deiner Ausrüstung auf die Fähigkeiten. Haben mehrere Ausrüstungsstücke die gleiche Fähigkeit, ist die Fähigkeitsstufe die Summe aller Fähigkeitsstufen der einzelnen Ausrüstungsstücke. Rüste Ausrüstungssets mit der gleichen Fähigkeit aus, um die Effekte dieser Fähigkeit zu steigern. Gut, also. Das ist ja mal Waffen. Großschwert, da. Wir haben ja alles. Ja. Oh, das sieht eigentlich cool aus. Die Knochenklinge. Wir könnten es kaufen oder selbst machen. Wir haben ja genug Knochen. Beim Baum wäre es dann so. Das haben wir ja schon. Warum wir das machen sollten, keine Ahnung. Das Feuer, das Wasser, das ist Schlaf. Und da gibt es Blitz. Irgendetwas anderes und Paralyse. Zoom. So. Dann Rüstungen. Leder, Ketten, Jägerset. Das... steigert ein bisschen von allem nach oben, oder? Hier. Das haben wir an. Jetzt würde auch noch gegen Feuer helfen. Moment, gibt es Vorschau? Ah, so. Okay, und wie sie... Ach du Scheiße. Interessant, aber nicht ganz meins. Monsterknochen. Alterknochen. Jägerschuppen. Und Jägers. Fähigkeit. Das würde die Fähigkeit weiter aufpeppen.
Kehlspießmeister, Spürhund. Sperrkäfer, Reichweite. Gesundheitsboost. Angriffsboost, Schleuderkapazität. Nein, 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 nein. Haben mich verklickt. Was war das? Oh, hier. Und wie war das? Ah, das war so. Ja, ja, Jäger und so. Hier kriegen wir ein paar Bonis. Hungerwiderstand. So, jetzt also. Wenn ich das so behalte. Was haben wir hier? So. Ich könnte eigentlich die vier Sachen. Bloß noch zwei Sachen. Die haben alle keine wirkliche Nutzen. Und hier gegen Donner und gegen Drachen. Das ist egal. Also, das ist einmal das hier. Tada, sehr gut. Dann das hier. Natürlich sofort ausrüsten. Dann ist die Frage, ich kann nur noch eins machen. Wenn ich das nehme, sieht es so aus. Wenn ich das so nehme, sieht es so aus. Spürhund und Grillspießmeister. Okay. Fähigkeitsinfo. Spürhund. Erhöht das Fülltempo des Spielkäfers Balken, wenn du Spuren und andere Überreste von Monster findest. Und Grillspießmeister? Verbessert deine Fähigkeit, Fleisch zuzubereiten. Erleichtert es, gebratene Steaks zuzubereiten. Wir nehmen das hier. Okay. Gut, dann haben wir eine neue Ausrüstung. Ja, krass, Lederhaut. Das ist das, was fehlt. Bei den Waffen. Wir haben im Moment ja das Langschwert. Wir haben das ja auch verbessert, also. Kann man irgendwie die Geschwindigkeit oder so sehen? Effektivität. Nein. Gut. Das können wir nicht machen. Also. Rüstkugel, okay. Also, was kann man bei ihr schon wieder kaufen? Grüß dich. Der Meister der zweiten Vollorte entwickelte den Prototypen für die Schleuder. Wegen Rückenschmerzen hat er nach Alternativen gesucht. Nachdem er mit unseren Jägern gesprochen hatte, hat er sie so überarbeitet, dass sie heute noch eingesetzt werden. Also Neuling, willst du mal schauen? Ja klar. Rüstung kaufen. Sie hat nur die Teile hier, okay. Verkaufen Rüstung. Achso, wir können unsere Rüstung ändern. Verkaufen. Es bringt ja im Moment nicht viel. Ich wollte gerade sagen, hatten wir nicht 7000, aber nee, wir hatten nur in Anführungszeichen 2720. Ja, die Knochenschwertdingern zu kaufen ist nicht viel teurer als der Rest. Okay. Aber es hat sonst nichts zu verkaufen. Gut. Sprich mit der Wildtier.
Wildexpertin. So, und wo ist sie? Ah, Moment. Ich glaube, ich sehe sie. Andererseits, was haben wir hier? Tut mir leid, Miauster, aber leider hast du keinen Zugriff zu diesem Privatraum. Ja, ja. Also, da oben ist sie. Und du? Bist du interessiert daran, für die Kantine weitere Zutaten zu beschaffen? Das wäre was. Kümmere dich um die Quest Pilzeinsatz im uralten Wald, dann wird unser Menü umfangreicher sein als der Bauch eines Großjagers. Kümmere dich darum, dann bekomme ich die Ware in meinen Pfoten. Lass mich nicht hängen. Neue Quest hinzugefügt. Liefere Gourmet-Pilzhütte? Okay. Okay, so kriegen wir also unsere Quests. Kann man von hier oben auch runtersehen? Nein. Und, warte, warte, warte. Ist der... Der Typ hier ist weg. Versammlungsstätte. Ja, bevor wir mit der Wildhüterin reden, gehen wir hier hoch. Und die Dame unten hat doch auch etwas von der... Ja, ich glaube, das ist das... Das Eventgebiet, oder? Okay, die Versammlungsstätte, die Himmelsstürmerin, ist eine Versammlungsstätte, in der sich bis zu 16 Spieler zu Jagd treffen können. Dort befinden sich folgende Einrichtungen: Arena-Schalter, Quest-Schalter, Nachrichtentafel, Kantine, dein Raum, Städteversorgerin. Du kannst dort zudem andere Jäger zum Amt rücken sowie andere unterhaltsame Aktivitäten herausfordern. Die meisten der oben angegebenen Einrichtungen sind auch im Offline-Modus verfügbar. Die Einrichtungen der Versammlungsstätte: Arena-Schalter, Quest-Schalter. Hier kannst du den Arena-Quest teilnehmen und dich mit Jägern aus der ganzen Welt messen. Nachrichtentafel: Hier werden dein Anmeldemodus und weitere Nachrichten bekannt gemacht. Kantine, dein Raum, Städteversorgerin. Diese Einrichtungen bieten dieselben Dienste wie ihre Gegenstücke im Hauptquartier. Ja. Okay. So, Arena-Mädel. Hi, willkommen bei Arena-Schalter. Wir haben heute eine besondere Quest. Eine besondere Quest für dich. Ganz recht. Eine Arena-Quest. Wir brauchen nur noch einen guten Namen dafür. Viel Glück, Jäger. Ich glaube, du wirst es brauchen. Das ist die Arena. Da sind Monster drin, gegen die du kämpfst. Aber bitte lass dir Zeit und schau dir die Questliste in Ruhe an. Aha. Arena-Quests. Arena-Quests finden in der Arena mit festen Ausrüstungssets statt. Wetteifere um die kürzeste Tötungszeit. Nach Abschluss erhältst du eine deiner Zeit entsprechende Belohnung und siehst, wie du im Vergleich zu anderen Jägern aus der ganzen Welt abgeschnitten hast. Arena-Quests. Ganz normale Arena-Quests. Herausforderungen. Diese Quests sind nur begrenzte Zeit verfügbar. Bis zu 2 Spieler können an jeder Mehrspieler-Arena-Quest teilnehmen, die du am Arena-Schalter annehmen kannst. Bereits begonnene Arena-Quests kannst du leider nicht beitreten. Der Leiter kann deine Zeit auf der Weltrangliste registrieren. Okay. Arena-Quest. Stufe 1, Quest 1. Verfügbare Waffen, aha. Belohnungsgeld. Die beste Zeit war 2 Minuten und 30 Sekunden. Zeit abgelaufen, aha. In der Monsterecke Puki Puki, der Giftrauber. Raufer, der Giftraufer. Mein Gott. Die Prügelmaschine,
Er gibt niemals auf. Wer stellt sich eben mit festen Waffen und Rüstung? Daten werden online in der... Ja, ja. Persönlicher Rekord. Das müssen wir später ansehen. Städtenmädel. Hallo? Hallo, ich kann dir direkt hier am Tresen für Quests anmelden. Also gut, dann wirf mal einen Blick drauf. Quest bekannt machen. Das ist also ein normales Questgebiet. Versorgungslager. Hallo! Hallo! Eine weitere wunderschönen Tag auf der Himmelsstürmerin. Brauchst du etwas vom Versorgungslager? Also, was hättest du gern? Kaufen. Einen Beutel. Mhm. Ich würde sagen, nichts davon. So, was haben wir noch? Ist das meine Truhe? Objektentruhe, gut. Gut, was bist du? Solange ich im Weg stehe, kann er nicht weiter. Okay. Hm. Was haben wir hier noch? Eventverwalterin. Wie läuft die Jagd? Oh, hallo. Das hier ist die Himmelsstürmerin. Fühlt sich wie zu Hause. Willkommen, willkommen. Okay, sonst sagt sie nichts. Was haben wir hier? Dein Raum. Klar, unten habe ich so eine schäbige Hütte, die reinregnen kann, die ich mit anderen teilen muss. Und hier kriege ich einen ganzen Raum für mich allein. Und den Gong kann ich nicht schlagen. Hm. Aufzug. Die Kammer der 5? Was ist die Kammer der 5? Oh. Sind das Gottheiten? Gut, ich weiß nicht, wer das ist. Aber gut, reden wir mal mit dir. Eindringlicher Vierer, hä? Hey! Ist das ein Mann oder eine Frau? Ich glaube, ein Mann. Ach, ein neues Gesicht. Du bist bei der 5., nicht wahr? Willkommen in der Kammer der 5. Dies ist eine Kabine von Schiff der 1. Flotte. Bist du gekommen, um das berühmte Fenster anzusehen? Schau mal da hoch. Ja, hab's schon gesehen. Hallo. Eigentlich ist die Kabine eines Schiffes, aber das ist fast vergessen. Für uns ist es ein spiritueller Ort. Wenn einen das Leben hier überwältigt, kommen die Mitglieder der Kommission her, um Trost zu finden. Okay, das ist sozusagen die Kirche und ich glaube, wir werden hier wieder erwachen, wenn wir ohnmächtig werden, wie es so schön heißt. Gut. Dann Kantine, Wasserfallbrücke, Schmiede, Handelshof. Wasserfallbrücke. Mal sehen, wo wir da landen. Wir landen hier. Okay. Die Schmiede ist da, die Wasserfall... Hä? Cooler Fünferin. Schön, dich zu sehen. Hm. Auf dem Weg zur Arbeit? Ich auch. Also, wir haben hier einen Aufzug und da drüben. Also, um die paar Meter hier rüber zu laufen, hat es nicht gebracht. Questtafel? Okay. Objektentruhe? Und ich sehe gerade, hier waren wir noch nicht, weil es nicht weitergeht. Okay. Hm. Muss die Karte auch besser studieren. Haben wir hier... Ja, wir haben hier eine Karte. Gut. Also, was haben wir hier? Versorgungslager. Ökologieforschung.
Objekttruhe, Questtafel, so wie hier auch. Hm. Das sind die Dinge. Das ist die Himmelsstürmerin, oder? Versammlungsstätte. Die Kantine. Objekttruhe. Ich glaube, ich gehe hier mal. Da waren wir noch nicht. Sorry, Kleines. Hat die überhaupt einen Namen? Mit leeren Magen kann man nicht arbeiten. Du sagst es, du sagst es. Hier unten war es. Okay. Chefökologe. Ja? Du bist ein Jäger von der fünften? Dann hast du wohl deine erste Quest abgeschlossen. Dies ist die ökologische Forschungszentrale, die ich leite. Sag mal, hast du da draußen Daten zu Monstern gefunden? Spuren, Kerben, so was in der Richtung? Daten erzählen uns eine Geschichte über die Monster, eine komplexe und interessante Geschichte. Deine Aufgabe da draußen ist es, die Monster zu verfolgen, Daten zu sammeln und die Situation voranzutreiben. Unsere Aufgabe ist, diese Daten zu nehmen und unsere Erkenntnisse für die Kommission aufzubereiten. Was wir lernen, hilft dir da draußen auch. Du verstehst also, dass wir einander brauchen. Ich werde hier sein. Schau hier jederzeit vorbei, dann zeige ich dir, woran wir gerade arbeiten. Und was gibt es? Die ökologische Forschungsgruppe. Die ökologische Forschungsgruppe ist eine Einrichtung, die Monster erforscht. Ihre Forschungen können dir bei deiner Jagd und Untersuchungen helfen. Wenn du Monsterspuren und Ähnliches sammelst, erhältst du Forschungspunkte. Wenn du genug gesammelt hast, steigt deine Forschungsstufe und du erhältst Zugang zu neuen Funktionen und Informationen, die deine Jagden erleichtern. Außerdem kannst du im Monster-Lexikon Informationen über Monster nachschlagen, etwa über deren Lebensraum und Schwächen sowie über erhaltbare Materialien. Die Forschungsstufe steigt nicht automatisch. Wenn dir im Ergebnisbildschirm Erstatter der ökologischen Forschungsgruppe Bericht angezeigt wird, dann folge dieser Aufforderung. Im Forschungsstufenmenü findest du auch deine Spähkäferstufe, die die Fähigkeit deiner Spähkäfer bestimmt. Je höher deine Spähkäferstufe, desto schneller finden sie die nächsten Monsterfährten. Okay. Aha. Ich habe noch keine Punkte, oder? Sora Magnolo. Großja. Und Dings haben wir nichts. Wir haben nichts davon. Okay. Monsterlexikon. Gut, nichts davon. Gut, und somit würde ich sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.